Hi, meine lieben Zockis, der Gaminator. Ja, dieses Wochenende ist ein bisschen hart. Ich habe wenig Zeit, kann nicht so viele Videos drehen, wie ich gerne möchte für euch. Habe aber ein Vorstellungsvideo für euch. Habe nämlich jetzt hier links seht ihr meinen Super Typhoon fertig. Ja, da stand ja mal der Magier unter Diego. Jetzt steht der Super Typhoon unter Diego. Der Magier ist schön weggegangen. Ja, das war auch eine lustige Geschichte. Bei mir kriegt ja jeder, der einen Automaten abholt, natürlich eine komplette halbstündige Einweisung mit Merkblatt und Becherchen und Flyer mit und so weiter. Also volles Programm. Und auf dem Merkblatt stehen halt so ein paar Punkte drauf, was man beachten muss, dass man lange Spielspaß hat. Unter anderem ein Punkt, Schlüssel niemals stecken lassen, am Automaten wegen Abbruchgefahr. Und ja, dann am nächsten Tag schreibt er mir eine WhatsApp. Er hat den Schlüssel abgebrochen. Das ist natürlich bitter, auch sowas passiert. Deswegen weise ich die Leute immer darauf hin. Und der war jetzt irgendwie 130 Kilometer von mir weg. Da kann ich mal eben natürlich nicht hinfahren und ihm den Automat aufmachen. Er hatte dann aber irgendwie den Bart und das Hinterteil vom Schlüssel noch und hat das irgendwie sich richten lassen. Keine Ahnung, hat sich jetzt nicht mehr gemeldet. Ich gehe davon aus, dass es passt. Aber es ist lustig. Solche Dinge passieren halt auch. Also merkt euch, wenn ihr mal einen Automaten wollt, niemals den Schlüssel stecken lassen. Ja, gut, zum Super Typhoon gibt es nicht so viel zu sagen. Ihr seht hier im Vergleich beides schöne Geldspieler Mitte der 2000er mit den 13.29 und 13.19er Nummern. Zulassungsnummern, die waren also beide relativ zeitnah in der Spielo gehangen. Ich finde beide ganz witzig. Der Diego hat ein bisschen mehr Action vielleicht, aber der Super Typhoon hat dafür, hat der Diego auch, sehe ich hier noch diese festen Serien an der Seite mit den Doppelsonnen. Also die machen beide Laune. Natürlich MP3 und LED. Was bei diesen Geräten sehr, sehr geil war, ich hatte bestimmt jetzt über 120 von denen schon verkauft die letzten Jahre, die haben nie LED-Fehler. Also ich habe noch keinen einzigen gehabt, der einen LED-Fehler hatte. Ich hatte vielleicht mal einen da, der einen Display-Fehler oben hatte, dass ein Segment nicht funktioniert hat, aber die LEDs haben immer funktioniert. Bei den Früchtekisten ist es ein bisschen anders. Die haben in den Matrizen, dann in den Matrixen, haben die öfter mal Fehler in der LED drin. Die kaufe ich auch nicht so gern, wenn sie billig hergehen. Aber die hier, da habe ich noch nie Probleme gehabt. Ja, könnt ihr kaufen, sind beide in eBay drin. Schaut euch das an gerne und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich anschreiben. Wie ihr seht, es funktioniert alles top, natürlich wie immer alles neu. Ich mache ja immer komplettes Programm, also Innenreinigung, Münzprüferreinigung, Lichtschrankenreinigung, Walzenreinigung, innen die Scheibe wird sauber gemacht, außen alles schön geputzt. Ihr seht das auf dem Bild so grob, wenn ihr davor stehen würdet, dann würde man meinen, die sind gerade eben aus der Fabrik gefahren. Paar Kratzerchen natürlich, klar. Ansonsten zwei super schöne Geräte. Ich hoffe, euch gefällt das Vorstellungsvideo. Macht noch mal ein paar Kommentare drunter. Und ja, schönes Wochenende. Ich probiere demnächst wieder ein paar Videos von meiner Spielo. Die schläft gerade hier, ist alles aus. Ach ja, mein Spielepaket TF5 habe ich wieder bekommen. Das ist auch wieder gemacht. Das ist ja abgekackt gewesen. Und jetzt schauen wir wieder ein paar Videos und wünsche euch viel Spaß und schönes Wochenende, schönen Sonntag. Macht es gut, ihr lieben Zockis. Haut rein.